So, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Heimspiel hier im Frankfurter Volksbankstadion am Freitag gegen den 1. FC Kaiserslautern um 18.30 Uhr. Hier vorne bei uns jetzt hinzugekommen unser Geschäftsführer Clemens Krüger, natürlich auch unser Cheftrainer Falco Götz. Bevor wir zu den Fragen kommen, erstmal zur personellen Situation. Wie gehabt eigentlich nur Niki Zimling und Heinrich Schmidtgal nach wie vor in Reha. Fanol Perdedai ist schon wieder ins Training eingestiegen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Clemens, beginnen wir doch mit dir und deinem Statement zur aktuellen Situation hier bei uns. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen hier im Frankfurter Volksbankstadion. Mir war einfach wichtig, dass ich von meiner Seite aus heute auch noch mal ein paar Worte an euch, an Sie richte. Am Ende des Tages wissen wir selber, wir haben momentan eine sehr, sehr kritische Situation. Die Punkte, die wir in den letzten Monaten teilweise als Punktepolster hatten, die sind langsam aufgeschmolzen. Ich glaube, wir hatten Situationen, wo wir 6, 7 respektive 8, 9 Punkte vor dem 16., 17. Platz hatten. Momentan sind es dann nur noch ein Punkt. Das ist alles bekannt und auch bewusst und auch uns bewusst, auch bewusst, dass wir am Ende des Tages im Jahr 2016 als auch in der Rückrundentabelle letzter sind. Nichtsdestotrotz ist es einfach unsere Pflicht und Verpflichtung, nach wie vor alles rauszuholen und kämpferisch zu sein. Und das machen wir nicht, weil wir das Pfeifen im Walde produzieren wollen, sondern weil wir einfach auch fester Überzeugung sind, dass wir die Spielklasse halten werden. In den letzten Tagen haben mich viele Leute gefragt, wo nimmst du deinen Optimismus her und wie kommst du darauf? Für mich ist es eigentlich ganz einfach zu beantworten. Am Ende des Tages war diese Mannschaft in der Hinrunde oftmals sehr, sehr gut, hat gezeigt, dass sie wesentlich besseren Fußball spielen kann, erfolgreicheren Fußball spielen kann. Das ist letztendlich genau die gleiche Mannschaft wie in der Hinrunde. Es hat sich nichts viel geändert an der Stelle. Man weiß, dass jede Negativserie mal reißen wird. Das beziehe ich momentan auf unsere aktuelle Situation, dass wir sowohl auswärts als auch zu Hause jetzt ein paar Spiele nicht mehr gewonnen haben. Zu Hause schon eine längere Zeit mehr. Am Ende des Tages geht es auch nicht darum. Es geht auch darum, dass wir sagen, welche Situation haben wir? Welche Situation haben wir letztes Jahr gehabt? Letztes Jahr haben wir am letzten Spieltag standen wir auf dem, oder am 33. Spieltag standen wir auf dem 16. Tabellenplatz. Wenn ich die Situation vergleichen würde oder wählen würde und mir einer sagt, was möchtest du nehmen? Möchtest du 3 Spiele noch Zeit haben oder möchtest du ein Spiel haben, wo du weißt, dass du sozusagen 16. bis 15. bist? Wir sind jetzt 15., nicht 16., wie im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir nur noch ein Spiel hatten. Und wir haben 3 Spiele. Das ist kein Ruhekissen. In der jetzigen Phase, wo es nicht gut läuft, erst recht kein Ruhekissen. Aber es sind Dinge, an denen man sich einfach auch ja, ganz klar festhalten muss und auch eine Überzeugung entwickeln muss, dass man sagt, wir haben es selber in der Hand, nach wie vor. Und es ist sehr wichtig, aber es geht am Ende des Tages trotz dieser großen Wichtigkeit nur in Anführungsstrichen im Fußball. Da braucht sich keiner in die Hosen machen. Und die Situation kennen wir. Wir haben Erfahrung. Wir haben diesen Abstiegskampf in den letzten Jahren sehr, sehr oft erfolgreich absolviert. Es bedeutet auch kein Ruhekissen. Es bedeutet nicht, dass man als FSV Frankfurt ein ewiges Anrecht hat, in der zweiten Bundesliga zu bleiben. Aber es sind alles Dinge, die Mut machen müssen, die eine Überzeugung einem selber geben, dass man sagt, Mensch, wir kennen die Situation. Wie war es im letzten Jahr? Im letzten Jahr 16. Spieltag, da hätte man auch ganz klar in das Spiel reingehen müssen, gegen Düsseldorf dieses Spiel zu gewinnen, weil alles andere hätte wahrscheinlich vielleicht auch den direkten Abstieg bedeutet. Nicht im Nachgang, wo dann die Spiele von den Ergebnissen ein bisschen anders waren, aber wie gesagt, durchaus vergleichbar. Und wenn man sagt vergleichbar, würde ich, wenn mir jemand die Wahl geben würde, lieber die Situation jetzt wählen, ganz unabhängig davon, dass wir dieses Jahr natürlich weniger Punkte haben als im letzten Jahr. Aber der Vergleich ist trotzdem gestattet. Von daher Mut haben, Überzeugung entwickeln und das ist unsere Verpflichtung. Man wird nie von irgendeinem FSV Frankfurt Mitarbeiter oder Spieler oder Verantwortlichen hören, was ich teilweise in den letzten Wochen und Monaten bei anderen Vereinen gesehen habe, ohne dass ich den Namen nennen möchte. Mensch, wir sind doch eigentlich schon abgestiegen. Das wird es hier nicht geben. Und wenn Leute irgendwo kritisieren, dass sie sagen, Mensch, ich kann jetzt irgendwo die Plattitüden nicht mehr hören, diese Durchhalteparolen,
Ja, was soll man an der Stelle, soll ich jetzt sagen, wir sind schon abgestiegen und dann vielleicht mich einreihen in dem Tenor der Leute, die irgendwo sagen, mein Gott, der Trend ist so negativ, jetzt können wir nur noch absteigen. Nein, es werden noch 3 Spiele zu spielen sein. Vielleicht sind es am Ende des Tages noch 2 weitere Relegationsspiele und es wird bis zum Letzten gekämpft, bis zum Letzten alles rausgeholt und da werden wir auch diesmal wieder die zweite Bundesliga halten, davon bin ich fest überzeugt. Danke. Danke dir, Clemens. Falco, kommen wir zu deinem Statement. Wie ist denn dein Blick auf die aktuelle Situation beim FSV so vor dem Saisonendsport? Ja, erstmal bin ich sehr beeindruckt über Clemens gerade, weil am Ende des Tages ist genau das, was wir jeden Tag versuchen im Training auch an die Spieler weiterzugeben. Ich denke, dieses Plädoyer spricht einfach im Augenblick für unsere Arbeit, die wir versuchen zu leisten. Wir wissen alle, es gibt keine Garantie, dass wir die nächsten Spiele erfolgreich sind, aber wir werden es so vorbereiten und wir werden jeden versuchen mit ins Boot zu nehmen, der uns übers Training anbietet, die 100%, die wir brauchen und zwar in allen Belangen. Wir haben seit meiner Verpflichtung sicherlich in den letzten 2 Spielen, im ersten Spiel gegen Paderborn, da haben wir über verpasste Chancen gesprochen und eine Bestrafung danach. Wir haben in Sandhausen über ein sehr, sehr gutes Spiel gesprochen, wir haben über Schiedsrichterleistung gesprochen, aber das ist alles vorbei. Wir brauchen jetzt keine große Analyse, sondern wir sollen vorwärts gucken, wir müssen vorwärts gucken. Und wenn der Clemens darüber spricht, wir haben noch 3 Chancen und die nächste Chance haben wir am Freitag. Und Kaiserslautern, ich war am Montag selbst im Stadion, habe mir das Spiel angeguckt, das ist ein Gegner, an dem man sich hochziehen kann. Da weißt du ganz genau, da sind ein paar Fußballer drin, die müssen wir ausschalten, aber das muss man mit Mentalität machen. Und ich sage, da ist jeder Spieler gefragt, der auf den Platz geht. Und genau darum ging es jetzt diese Woche im Training, dass wir uns die Spieler raussuchen, die in diesen 3 Spielen einfach genau wissen, um was es geht. Aber wie gesagt, 3 Spiele und nicht nur ein einziges Endspiel. Wir haben noch 3-mal die Möglichkeit, richtig einen rauszuhauen. Und ich sage mal, nur wer sich damit auseinandersetzt, wer in der Vorbereitung alles gibt, wird irgendwann auch belohnt. Da sind wir überzeugt von. Und das erste von 3 Endspielen ist jetzt am Freitag gegen Kaiserslautern. Was für einen Gegner erwartest du und wie kann die taktische Marschroute aussehen? Kaiserslautern ist mit anderen Ambitionen in die Saison gestartet. Wir wissen, dass wir ein gutes Spiel brauchen. Wir wissen, dass uns auf der Gegenseite gute Einzelspieler gegenüberstehen, die wir ausschalten müssen. Aber das ist auch alles, was ich über Kaiserslautern sagen will. Wir müssen unser Spiel machen. Wir müssen an uns glauben, weil uns schenkt niemand was. Und wenn man einen deutlicheren Beweis braucht, dann braucht man sich bloß das Spiel gegen Sandhausen angucken. Wir müssen auf uns gucken, wir müssen es weiter zwingen, wir müssen dranbleiben und wir müssen auch unsere eigenen Chancen suchen. Wir müssen mit Mut spielen, wir müssen richtig gegenhalten. Das sind alles Tugenden, die wir vom FSV Frankfurt schon gesehen haben. Und die müssen wir auf den Platz kriegen. Und gerade im Heimspiel ist es nochmal wichtiger, weil ich glaube schon, wenn die Leute draußen sehen, dass wir Gas geben wollen, dass wir uns wehren gegen die Situation, dann werden sie auch bei uns sein. Danke dir, Falco. Clemens, dein Blick auf das Spiel am Freitag gegen den 1. FC Kaiserslautern? Wir freuen uns natürlich auf eine gute Kulisse. Ich denke, dass es wahrscheinlich 9.000 oder 10.000 Zuschauer geben wird. Und wie gesagt, wir sind gefordert. Wir werden alles reinsetzen. Wir müssen uns von der besten Seite zeigen. Wir müssen uns kämpferisch zeigen. Wir müssen die Zuschauer auf unsere Seite bringen. Und so wie momentan die Mannschaft trainiert, ist mir davor auch nicht bange und ich glaube, jeder hat es verstanden. Nochmal, es geht auch nicht darum, dass jetzt irgendeiner denkt, Mensch, haben es vielleicht immer nicht begriffen. Diese 3 Spiele müssen alle so angegangen werden, als ob es jedes Spiel das letzte Spiel wäre. Aber am Ende des Tages sind es 3 Spiele, wo man 9 Punkte holen muss und mit dieser Einstellung müssen wir reingehen. Und wenn es am Ende des Tages doch 2 Relegationsspiele werden, dann dürfen wir auch nicht die Nerven verlieren. Auch dann kann man 2 Spiele erfolgreich gestalten. Und diesen Glauben, diese Überzeugung müssen wir vorleben. Nicht irgendwo wie das Pfeifen im Wald, sondern mit einer klaren, festen Überzeugung fleißig sein, arbeiten, Ärmel hochkrempeln und dann kann man sich auf so ein Spiel trotz der Ernsthaftigkeit, ja, trotz allem auch einfach nur freuen. Weil normalerweise sind es diese Spiele, die den Fußball ausmachen, selbst wenn ich mir an der Stelle vielleicht den Nervenkitzel erspart hätte, aber es ist Fußball, es gehört dazu. Und wer irgendwo der Meinung ist, dass die Situation vielleicht nicht angemessen ist oder irgendwelche Kritiker sagen, das kann es nicht sein, dass der FSV Frankfurt wieder im Abstiegskampf ist. Das ist jedes Jahr ein Erfolg, dass dieser Verein mit unseren Möglichkeiten und Mitteln bedeutet nicht, dass
kein weiteres Wachstum in den nächsten Jahren kommen darf und soll und muss, bedeutet einfach, dass es normal ist, dass wir in dieser Situation sind und dass Vereine hinter uns sind, die einfach mit ganz anderen Zielsetzungen, vielleicht Duisburg mal ausgenommen, mit ganz anderen Zielsetzungen in die Saison reingegangen sind. Und auch das ist an der Stelle ein Qualitätsmerkmal der zweiten Bundesliga mittlerweile. Sie wird von Jahr zu Jahr stärker und für uns wird es immer ambitionierter, in diesem Konzert mitzuhalten. Aber wir werden alles dran setzen, dass wir weiterhin dazugehören und dass wir uns als Verein weiterentwickeln. Aber es sind Dinge, die sind jetzt erstmal nebensächlich, weil wir müssen Kampf annehmen am Freitag und die 3 Punkte hier behalten. Danke dir, Clemens. Ja, da würde ich sagen, kommen wir doch zu euren Fragen. Wenn es denn welche gibt, kurzes Handzeichen wie immer und dann kommt auch schon das Mikrofon. Jörg Hanau, Frankfurter Rundschau. Herr Götz, im Idealfall wünscht sich ein Trainer, dass es sich sehr rasch ergibt, dass sich eine Mannschaft herauskristallisiert, auf die er dann auch setzen kann im Erfolgsfall. Das hat sich jetzt leider nicht so bewahrheitet. Die Ausbeute war jetzt bei null. Werden Sie die Mannschaft jetzt wieder neu finden müssen? Weil Sie haben ja zweimal im Prinzip doch größere Wechsel vorgenommen. Wie sind da Ihre Gedanken? Ich meine, das ist ja leider nicht so, dass man da jetzt sagen kann, wir haben jetzt diese 11 gefunden. Es wird sicherlich wieder Wechsel geben, aber Sie sind zielorientiert. Ich denke, einerseits gegnerorientiert, dass wir uns von einigen Positionen natürlich eine ganz andere Wirkung versprechen, als das in Sandhausen der Fall war, auch aufgrund dessen, was uns der Gegner anbietet. Und ich denke, das ist eigentlich auch normal. Wir werden sicherlich nicht komplett durchwürfeln. Das wird ganz sicher nicht passieren, sondern wir haben einen Stamm. Wir haben einen Stamm an Führungsspielern. Wir haben einen Stamm an Spielern, die uns ihre Qualitäten anbieten. Und genauso wird die Mannschaft aufgestellt. Wir wollen Kaiserslautern schlagen. Und dazu braucht man sicherlich hier und da auf der Position andere Spieler, als es gegen Sandhausen der Fall war. Nochmal eine Nachfrage. Könnte es, im Nachhinein wissen wir es, aber könnte es ein Vorteil sein jetzt, dass Kaiserslautern die Abstiegssorgen jetzt nicht mehr hat? Dass sie, oder ist es vielleicht auch negativ zu sehen, weil sie natürlich jetzt befreit sein können? Darüber möchte ich nicht spekulieren, weil wenn ich was aus den letzten 2 Spielen gelernt habe, dann ist es, dass wir ganz sicher keine Geschenke kriegen. Und deswegen gehe ich das Spiel so an, dass ich allerhöchsten Aufwand mit der Mannschaft besprechen muss, um Kaiserslautern zu schlagen. Klar, wir sind in einer Zeit der komischen Ergebnisse und wenn wir davon profitieren, habe ich überhaupt nichts dagegen. Weitere Nachfragen? Alles gesagt? Alle wunschlos glücklich? Gut. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns doch am Freitag hier im Frankfurter Volksbankstadion gegen Kaiserslautern. Bis dann. Tschüss.